Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir erklären, wie du im Konjunktiv 1 Zeitformen bildest. Wie du den Konjunktiv 1 im Präsens bildest, nämlich mit Stamm und der jeweiligen Konjunktivendung, das erklären wir dir in einem Extratext. Den Konjunktiv 1 verwenden wir allgemein für die indirekte Rede. Manchmal wollen wir die indirekte Rede aber eben auch in anderen Zeitformen verwenden und müssen dafür den Konjunktiv 1 im Futur 1, Futur 2 oder auch im Perfekt bilden. Im Futur 1 bildest du den Konjunktiv 1 mit der Form werden im Konjunktiv 1 plus dem Infinitiv des Worts. Hier haben wir einen Beispielsatz. Sie sagt, und jetzt folgt die indirekte Rede, sie sagt, sie werde einkaufen fahren. Fahren haben wir hier als Infinitiv und werde ist die korrekte Form des Konjunktivs 1 von werden. Im Futur 2, das bilden wir fast genau wie das Futur 1. Und zwar wieder mit der Konjunktiv 1 Form von werden plus dem Infinitiv, aber diesmal nicht dem Infinitiv Präsens, also dem normalen Infinitiv, sondern dem Infinitiv im Perfekt. Hier wieder im Beispielsatz, sie sagt, sie werde, Form von Konjunktiv 1, einkaufen, gewesen sein. Gewesen sein ist hier Infinitiv Perfekt. Auch im Perfekt gibt es eine gesonderte Bildung. Hier wird haben, sein im Konjunktiv 1 verwendet plus Partizip 2. Wie du das Partizip 2 bildest, das erklären wir dir im Text ausführlich und mit vielen Beispielen. Hier im Beispielsatz, er fragt, warum sie das gesagt habe. Gesagt habe, gesagt ist das Partizip 2 und habe ist der Konjunktiv 1 von haben. Du findest noch viele weitere Beispielsätze zum Futur 1, Futur 2 und auch zum Perfekt im Konjunktiv 1 bei uns im Text. Außerdem haben wir Übungen für dich, mit denen du dein neues Wissen überprüfen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen.